Wir haben heute als Vortragende Frau Silke Marsson, Frau Martina Mörth, Herr Tobias Weber und Julia Kröcher. Und an die übergebe ich jetzt auch direkt das Wort. Wunderbar, vielen Dank. Dann auch in meinem Namen hallo und auch ganz herzlich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen darf ich Sie zu unserem Talk begrüßen. Wir sind ein Team, das sich im Rahmen der Arbeitsgruppe Psychologie und Lehr-Lernforschung der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik zusammengefunden hat. Und unsere Arbeitsgruppe arbeitet daran, psychologische Forschungsergebnisse aufzubereiten und für HochschuldidaktikerInnen und Lehrende zugänglich zu machen. Und ganz in diesem Sinne möchten wir Ihnen heute unseren Entwurf für einen Leitfaden zur lernförderlichen Gestaltung von Feedback vorstellen. Er soll Ihnen helfen, die richtigen Fragen zu stellen und empirisch begründete Entscheidungen zur Gestaltung zu treffen. Das Wort Entwurf deutet es jetzt aber bereits an. Also wir möchten auch künftig gerne an dem Thema weiterarbeiten und die Inhalte weiter ausbauen. Deshalb haben wir auch nicht klassisch Folien erstellt, sondern wir führen Sie im Vortrag durch ein digitales Board. Sie können, und wir wünschen uns das sogar, im Nachgang auch selbst auf das Board zugreifen. Sie finden dort dann noch weitergehende Informationen und können es zur Gestaltung von Ihrem eigenen Feedback in Lehr-Lern-Situationen nutzen. Wir werden am Ende des Vortrags einen QR-Code einblenden und so können Sie dann auf das Board gelangen. Wir haben dort auch unsere Kontaktdaten hinterlegt. Das heißt, Sie können uns dann auch Anregungen oder vielleicht sogar ein Feedback zukommen lassen. Den Vortrag jetzt gleich haben wir in drei Teile gegliedert. Ich würde erst einige grundlegende Unterscheidungen zum Thema Feedback erläutern, auf die wir uns dann später beziehen möchten. Im Anschluss gehen wir genauer auf Entscheidungen ein, die mit Blick auf eine Feedback-Strategie zu treffen sind. Und am Ende möchten wir an Beispielen aufzeigen, wie diese Entscheidungen in einem ganz konkreten Fall dann aussehen können. Die Bandbreite an Lehrszenarien, in denen Feedback eingesetzt werden kann, ist riesig. Und das hat uns auch bei der Auswahl der Beispiele vor Herausforderungen gestellt. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass auch Lehrende zwar wissen, dass es positiv ist, regelmäßig Feedback einzusetzen, bei der Gestaltung aber doch oft unsicher sind. Und tatsächlich sind auch im Themenfeld Feedback viele Missverständnisse im Umlauf und wir haben einige von diesen Missverständnissen aufgegriffen. Ein ganz prominentes Beispiel ist, dass Feedback immer von der Lehrperson kommt. Während viele Lehrpersonen, vor allem in größeren Studierendengruppen, verständlicherweise dann den Aufwand scheuen. Auch die Ansicht, dass die Rückmeldung grundsätzlich als Sandwich, also in der Form erst Positives, dann zu Verbesserndes, dann wieder Positives erfolgen sollte, ist ziemlich verbreitet, aber eigentlich falsch. Wir möchten also versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Zunächst mit der Frage, was ist eigentlich Feedback? Feedback, das meint generell eine Rückmeldung auf einen aktuellen Leistungsstand. Der kann nach oder während der Bearbeitung von Lernaufgaben gegeben werden. Die Rückmeldung steht immer im Vergleich mit einem angestrebten Ziel oder Standard und sie zielt darauf, eine Verbesserung der Leistung zu ermöglichen. Warum das Ganze? Ein solches Feedback ist ziemlich zu Recht in aller Munde, wie ein recht bekannter Beitrag heißt. Es ist einer der größten Einflussfaktoren für erfolgreiches Lernen und kann auch die Entwicklung von Selbstregulationsfähigkeiten fördern. Allerdings, und auch das hat sich inzwischen herumgesprochen, hängt die tatsächliche Wirksamkeit sehr stark von der Gestaltung des Feedbacks ab. Bewährt hat sich ein von Hetti und KollegInnen vorgeschlagenes Dreierschema. Das Feedback enthält eine Information zum Stand der Zielerreichung, also wo stehe ich gerade, hier in der Mitte zu sehen. Wie bereits gesagt, steht die Rückmeldung aber immer im Vergleich mit einem angestrebten Ziel oder Standard. Den sollten wir nicht nur kennen als Lehrende, sondern auch ganz explizit benennen für die Studierenden. Für die Studierenden also klar machen, wo will ich hin, was ist mein Ziel, das sogenannte Feed-up. Und die Rückmeldung enthält möglichst explizit eine Information zu den dann folgenden Schritten. Wie kann ich mich verbessern? Das Feed-forward. Einfaches Feedback ist zunächst auf die Aufgabe bezogen. Wir geben eine Rückmeldung, ob die Lösung korrekt ist oder nicht. Und wenn sie nicht korrekt ist, dann auch noch, welche Lösung ist eigentlich die richtige. Ein elaboriertes oder High-Information-Feedback bietet weitere Informationen, nämlich zusätzlich zum Lösungsprozess.
Welcher Lösungsprozess ist bei der Bearbeitung der Aufgabe gefordert? Wie wurde sie bearbeitet? Welcher Hinweis oder Tipp könnte noch helfen? Und jetzt in dunkelblau, Feedback kann auch ganz explizit die Selbstregulation thematisieren, die Studierenden also zur Reflexion des eigenen Lernprozesses auffordern. Wird rechtzeitig und kontinuierlich gelernt? Mit welchen Strategien eigentlich? Was könnte verbessert werden? Wichtig ist zuletzt, das sehen Sie jetzt ganz oben mit einem kleinen roten Kreuz, das personenbezogenes Feedback, also sowas wie toll gemacht oder du hast wirklich Talent, eher vermieden werden sollte. Wer gibt eigentlich Feedback? Hier, und das ist jetzt ungewöhnlich, steht eigentlich nicht die Lehrperson im Fokus, sondern die Studierenden selbst. Weil zunächst sind es die Studierenden, die intern Feedback generieren. Das bedeutet, dass sie sich die Aufgabenanforderungen klar machen, Zielerreichung prüfen und ihre eigenen weiteren Lernschritte planen. Dieser interne Prozess kann aber von außen durch externe Quellen unterstützt werden. Also durch die Lehrperson, aber auch durch Medien oder durch Peers. Man kann sich das als zwei zu unterscheidende Feedback-Loops vorstellen. Ein interner, hier blau, und ein externer Loop, hier in rot. Wenn man das tut, kommt ein weiterer Aspekt in den Blick, nämlich, dass es ganz wesentlich von der lernenden Person und deren Verarbeitung des Feedbacks abhängt, ob das externe Feedback überhaupt lernwirksam ist. Externes Feedback kann nämlich auch nutzlos sein, zum Beispiel, wenn keine Einigung über die Lernziele hergestellt werden kann. Da sind wir beim Feed-up. Oder wenn dem Feedback gar keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Oder auch, wenn es den Studierenden an Motivation fehlt, Fehler zu korrigieren oder Lernhindernisse dann auch zu überwinden. Sie erinnern sich an diesen drei Schritt: Feed-up, Feedback und Feed-forward. Einen daran angelehnten Dreischritt würden wir jetzt zugrunde legen, wenn es darum geht, welche Entscheidungen sind eigentlich zu treffen. Es geht also ganz am Anfang darum, Lernziele zu klären, Lernintentionen zu klären und die Erfolgskriterien. Als zweites um die Auswahl einer ganz konkreten Rückmeldung und schließlich um die Nutzung für den weiteren Lernweg. Und damit gebe ich an meine Kollegin ab. Danke, Silke. Dann beginnen wir mit den Lernzielen. Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, welches Feedback in der konkreten Lehr-Lehr-Situation sinnvoll ist, sollten die Lernziele im Vorfeld festgelegt werden. Das Feedback sollte dann auf diese festgelegten Ziele ausgerichtet sein. Es kann sein zum Beispiel, dass bei einer Aufgabe die Entwicklung der Fachkompetenz der Studierenden im Vordergrund steht. In diesem Fall geht es um den Erwerb von intelligentem Wissen. Und das Feedback würde dann vor allem Informationen darüber liefern, wie gut die Studierenden den Stoff verstanden haben. Weiterhin kann der Fokus auf dem Erwerb der Methodenkompetenz liegen. Das ist der Fall, wenn Handlungsabfolgen zum Beispiel im Labor gelernt werden sollen. Sollte der Aufbau der Sozialkompetenz das Lernziel sein, würden Rückmeldungen zu sozialen Verhalten im Mittelpunkt des Feedbackgesprächs stehen. Bei Aufgaben, die Reflexion über Themen oder Einstellungen erfordern, wäre Feedback zur Personalkompetenz oder beziehungsweise Selbstregulation sinnvoll. Allerdings muss es betont werden, dass es von sehr großer Bedeutung ist, dass diese Lernziele sowie die Kriterien nicht nur vorher festgelegt, sondern auch aktiv und transparent den Studierenden kommuniziert werden. Vor allem besonders bei abstrakteren Aufgaben, wie zum Beispiel kollaborativen Arbeiten oder studentischen Präsentationen, es könnte es auch manchmal schwierig sein, einzelne Aspekte zu identifizieren und Kriterien für deren Bewertung festzulegen. Dabei können Rubrics oder Bewertungsraster sowie formalisierte Rückmeldungsschemen Orientierung für Lehrende und Studierende bieten. Und hier in diesem grünen Kasten finden Sie ausgewählte Beispiele solcher Rubrics, zum Beispiel für schriftliche Arbeiten, erfolgreiche Kollaboration oder formalisierte Rückmeldung zur studentischen Präsentation. Eine andere Möglichkeit wäre es, solche Rubrics auch gemeinsam mit den Studierenden zu erarbeiten. Der Vorteil dabei wäre, dass die Studierenden sich aktiv mit den Kriterien auseinandersetzen und somit die Aufgabe und somit die Lernziele tatsächlich verinnerlicht werden. Trotzdem ist es wirklich wichtig und notwendig, einen Erwartungshorizont vorher, zum Beispiel wieder anhand von solchen Rubrics,
sich zu überlegen. Dann, im nächsten Schritt muss noch sichergestellt werden, dass die Aufgabe tatsächlich verstanden wurde. Es kann sein, dass die Studierenden einzelne Schritte doch anders interpretieren, obwohl die Kriterien und die Lernziele transparent kommuniziert wurden. Besonders vielleicht bei umfangreicheren Aufgaben wie Projektarbeiten kann dies häufig der Fall sein. Daher wäre es ratsam, die Studierenden zu bitten, die Aufgaben in eigenen Worten wiederzugeben, oder alternativ wäre eine engere Betreuung während der Projektlaufphase empfehlenswert, um Missverständnisse schnell klären zu können. Und letztendlich stellt sich die Frage, welchen Anspruch haben die Studierenden selbst an die Bewältigung der Aufgabe? Häufig sind unsere Erwartungen als Lehrende relativ hoch. Wir wollen sehr, dass die Studierenden sehr tief und sehr aktiv sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Allerdings, manche Studierenden wollen einfach nur die Prüfung bestehen. Daher ist es sinnvoll, über die Ansprüche der Studierenden zu reflektieren und sie gegebenenfalls zu einem mit einzubeziehen. Feedback dabei kann auch eine motivierende Funktion erfüllen. Zum Beispiel ursprünglich extrinsische Motivation, zum Beispiel durch Aufforderung zur aktiven Teilnahme, dann kann zu einem Kompetenzzuwachs und anschließend eine Steigerung des Selbstvertrauens sowie der Motivation führen. Nachdem alle diese Fragen geklärt wurden, folgt als nächster Schritt die Auswahl der Rückmeldung, die meine Kollegin Martina Mörd vorstellen wird. Genau. Jetzt geht es eben um die Frage, welche Entscheidungen muss man treffen, das Feedback konkret auswählen zu können? Und hier haben wir eine Reihe von Entscheidungen, die zu treffen sind, aufgelistet. Wenn man jetzt mal auf den Modus schaut, dann sieht man zum Beispiel hier, es kann mündlich, schriftlich oder auch automatisiert sein. Erst ist natürlich nicht alles mündlich möglich und auch nicht alles automatisiert. Aber darüber kann man sich Gedanken machen. Des Weiteren, was den Zeitpunkt betrifft, ja, je niedriger der Komplexitätsgrad der Aufgabe, umso eher ist ein sofortiges Feedback auch hilfreich, zum Beispiel bei einem Vokabel oder in der Konjugation eines Verbs oder auch einer Mathematikaufgabe. Je komplexer die Aufgabe, desto eher ist ein verzögertes Feedback hilfreich, sofern das Ergebnis verfügbar ist. Bei einem Verhalten ist es natürlich mittelfristig nicht mehr verfügbar. Da soll die Information, soll das Feedback dann auch recht kurzfristig möglich sein. Bezüglich des Aufgabentyps haben wir, je komplexer die Aufgabe, desto detailreicher und individueller soll das Feedback sein. Und bei nicht komplexen Übungsaufgaben zum Beispiel eignet sich häufiges und auch automatisiertes Feedback. Jetzt haben wir hier nochmal die Frage der Quelle. Silke hat es vorhin schon gesagt, Lehrende denken oft, dass sie selbst immer das Feedback geben müssen. Aber hier bieten sich die adaptiven und tutoriellen Systeme, auch die digitalen Medien einfach, bieten hier große und gute Möglichkeiten, bei Übungscharakteraufgaben schnell und häufig auch quasi Feedback zu ermöglichen. Aber auch die Peers haben eine sehr mit digitalen Möglichkeiten, aber auch in Präsenz sozusagen viel Potenzial, gerade bei komplexeren Aufgaben mit offenem Lösungsraum Feedback zu geben, wenn sie das nötige Vorwissen haben. Und da helfen eben Leitfragen oder Rubrics, wie Julia das schon gesagt hat. Und wenn wir jetzt nochmal genau schauen, wir haben es hier ein bisschen weiter ausformuliert, auf der inhaltlichen Seite sozusagen, wenn wir eher Novizen haben bei den Studierenden und es um den Wissensaufbau geht, dann eignet sich quasi aufgabenorientiertes Feedback. Wenn sie schon ein bisschen mehr wissen, kann man schon mehr auf den Lösungsprozess gehen oder sogar bei noch kompetenteren Lernenden auf die Selbstregulation. Und hier haben wir von Hetty 2023 ein bisschen ausformuliert seine Anregungen zur Formulierung von Feedback ganz konkret. Also in verschiedenen Farben immer jeweils zur Art des Feedbacks hier dargestellt zum Nachlesen. Und wir haben auch spezifisch hier nochmal für verhaltensbezogenes Feedback auch eine Art Hilfestellung, wie man da rangehen kann. Und des Weiteren haben wir gefunden, ganz konkret Feedback mit digitalen Medien für adaptive oder tutorielle Systeme von Altenburger et al. Da möchte ich jetzt nur auf das Beispiel eingehen. Das kann eben sein, jetzt, wenn die Aufgabe dieser Bruch zum Beispiel ist, kann es sein, dass man einfach nur zeigt, ja, die Lösung ist falsch.
Es kann auch sein, dass die Software anzeigt, was die richtige Lösung wäre oder wie viel davon richtig ist. Oder es kann eben auch konkrete Hilfestellungen geben. Und hier ein digitales Tool zu programmieren oder entsprechend aufzubereiten, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ja. Und es ist auch ganz wichtig, und jetzt sind wir bei dem dritten Punkt, die Nutzung für den weiteren Lernweg, also dass sehr effektiv es ist, sozusagen Feedback so einzubauen, dass es im Laufe des Semesters möglich gegeben wird, sodass man auch weiterhin noch daran arbeiten kann. Also nicht nur reines summatives Feedback am Ende der Prüfung. Und die weitere wichtige Frage ist noch, kennen oder beherrschen die Studierenden andere Bearbeitungsstrategien? Also wissen sie, wenn sie zum Beispiel jetzt keine guten Lernstrategien nutzen, welche denn bessere sind oder was gute Lesestrategien für umfangreiche Texte sind? Da sind wir dann wieder bei dem, wie können sie das erfahren? Nun gebe ich jetzt an Tobias weiter. Genau, vielen Dank. Nachdem wir uns jetzt theoretisch mit den Sachen beschäftigt haben, wollen wir gerne noch einige Beispiele durchbrechen, wo wir das, was wir gerade etwas genauer beleuchtet haben, mal kurz anwenden wollen. Unser erstes Beispiel, was wir uns rausgesucht haben, wäre ein Referat im Fach Psychologie, also eine Standardsituation sozusagen für Lehrende in diesem Fachbereich. Wir haben die Rahmenbedingungen formuliert, das heißt, es ist ein Grundlagenseminar im vierten Semester. Die Studierenden haben also noch nicht die ganz große Erfahrung. Es sind ungefähr 30 Studierende in diesem Kurs und das Referat wird als eine Teilleistung angesehen. Sie ist erstmal unbenotet, wird aber danach bewertet, ob bestanden oder nicht bestanden innerhalb dieses Seminars. Und was wir jetzt versuchen, und da haben wir gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ist, dass wir Fragen formuliert haben, die Lehrende nutzen könnten im Vorfeld dieses Kurses, um sich über die ganzen Teilaspekte bewusst zu werden und didaktisch sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und deswegen würden wir jetzt kurz diese Fragen mal durchgehen. Also das Erste, was wir auch schon besprochen haben, ist, dass die Lernziele ganz klar definiert sein müssen. Das heißt also, was verbindet man eigentlich für Lernziele mit diesem Referat, also auch was die Inhalte angeht natürlich, aber auch was die Aufgabenstellung, halten Sie ein Referat zum Thema XY, beinhaltet. Und hier unten haben Sie so Möglichkeiten, was das sein könnte. Also da sind natürlich Fachinhalte drin, da ist Wissen, das sich Studierende aneignen sollen, aber eben auch Zusammenhänge, die sie verstehen oder analysieren sollen. Und dann kommen eben Kompetenzen dazu, die etwas mit dieser Form des Referathaltens zu tun haben, zum Beispiel Präsentationskompetenz entwickeln oder auch die Kommunikation von Fachinhalten an ein Publikum. Fragen, die sich weiterhin stellen, gibt es einen offenen Lösungsraum oder gibt es immer genau eine richtige Lösung? Und wenn wir uns dieses Beispiel anschauen, dann gibt es hier einen durchaus großen offenen Lösungsraum. Das heißt, das Referat muss nicht genau auf immer die gleiche Art und Weise passieren, damit es als richtig oder bestanden oder als gut angesehen werden kann. Und hier sollte man sich genau überlegen, welche und wie viele Vorgaben gibt es denn eigentlich? Denn ich kann natürlich nur auf die Dinge auf ein Feedback geben, die vorher klar definiert wurden. Damit verbunden dann auch die Bewertungskriterien. Und da haben wir auch schon einiges gehört und auch schon den Vorschlag gehört, dass man diese Bewertungskriterien auf der einen Seite natürlich auf jeden Fall transparent machen sollte, aber sie vielleicht sogar auch mit den Studierenden gemeinsam erarbeiten oder bearbeiten sollte. Denn das wiederum hätte zur Folge, dass die Studierenden sich über diese Anforderungen, die diese Aufgabe Referat halten, ziemlich genau Gedanken machen und das dann auch reflektieren. Eine weitere Frage, und wir sind immer noch in dem Bereich Lernziele, Intentionen und Erfolgskriterien, also dieser erste Schritt dieses Dreischritts, ist, wurden denn diese Kriterien, wenn sie denn vorher schon vorlagen, auch transparent gemacht und festgelegt überhaupt und auch an die Studierenden gegeben, sodass diese genau wissen, worauf es ankommt. Und das wiederum wäre dann zu prüfen. Also ist das Aufgabenverständnis bei den Studierenden da? Sind die Kriterien klar? Und kann auch nach diesen Kriterien am Ende dann Feedback gegeben werden? Beim Feedback selber sollte man sich ebenfalls gut überlegen, welchen Nutzen und welches Ziel hat denn das Feedback eigentlich an sich?
Und das haben wir gerade bei den tutoriellen Systemen auch schon mal gehört. Wenn eine Information gegeben wird, ob etwas falsch oder richtig gegeben wird, eine Aufgabe falsch oder richtig ist, dann kann es natürlich nur in dem begrenzten Rahmen auch genutzt werden. Wenn es aber weiter genutzt werden soll, zum Beispiel um auf andere Situationen transferiert werden zu können oder um den weiteren Lernprozess zu steuern, dann muss ich mir eben genauer überlegen, welche Informationen sind dafür noch nötig. Also ich habe es hier mal nach der Frage nach der Weiternutzung, aber eben auch nach den Dimensionen unterteilt. Also was muss alles dann in dieses Feedback rein zum Inhalt, zur Motivation, zur Selbstregulation? Also welche Funktion übernimmt dieses Feedback dann vor allem? Dann kommen wir zum zweiten Schritt dieses Dreischritts. Wenn ich mir diese Fragen gestellt habe, und wie gesagt, das ist gar kein Anspruch auf Vollständigkeit, kann ich mir überlegen, wie konkret möchte ich denn diese Rückmeldung geben und was verlangt sozusagen meine Idee und die Anforderung der Aufgabe, wie dieses Feedback mindestens gestaltet werden sein sollte. Die Frage zum Beispiel, wann kann dieses Feedback gegeben werden? Wir haben ja schon gehört, es gibt unmittelbares Feedback, es gibt verzögertes Feedback und auch hier muss sowohl nach den Bedingungen geguckt werden, ist es denn überhaupt möglich, innerhalb der kurzen Zeit ein zum Beispiel elaboriertes, tutorielles Feedback zu geben? Oder muss ich das auf einen anderen Zeitpunkt verschieben, damit ich dann auch alle Informationen vermitteln kann? Die Frage, wer gibt Feedback, haben wir auch schon beantwortet. Und wenn wir uns diesen konkreten Fall angucken, dann wäre an der Stelle zum Beispiel sehr sinnvoll, internes Feedback generieren zu lassen. Denn die Person war natürlich ja auch selbst in der Situation, hat diese erlebt, hat bestimmte Dinge auch wahrgenommen und kennt bestenfalls natürlich die Kriterien und kann deswegen auch auf diese Kriterien Bezug nehmen und sich selbst beurteilen. Auch die Peers spielen natürlich eine große Rolle, denn sie waren die Zuhörer und Zuhörerinnen in dem Fall und können wertvolle Informationen als Feedback formulieren. Und natürlich der Lehrende, der dann auch noch mit in der Situation war. Was auch hier nochmal deutlich ist, das wurde vorhin auch angesprochen, gerade in solchen Situationen, in denen es eben einen offenen Lösungsraum gibt und in dem es um Verhalten geht, was unterschiedlich auch wahrgenommen werden kann, wäre es wichtig, dann eben hier auch diese subjektive Perspektive deutlich zu machen. Und da haben wir vorhin gehört, das kann man ganz gut durch die drei Schritte machen, Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. So, wir kommen so langsam zum letzten Schritt. Wie viel Zeit steht im Seminar für dieses Feedback eben zur Verfügung? Also habe ich nur wenige Minuten, weil eine klare Abfolge gegeben ist, weil das nächste Referat zum Beispiel startet? Oder habe ich einen längeren Feedback-Prozess, wo auch alle zur Sprache kommen können? Also wenn ich wenig Zeit habe, dann kann ich das auslagern. Wenn ich nur wenig Zeit habe, aber dieses Feedback unbedingt unmittelbar geben muss, dann muss ich zum Beispiel auch Informationen gewichten und muss die wichtigsten am Ende aussuchen. Damit verbunden eben auch, soll Feedback schriftlich oder mündlich erfolgen? Auch da ist die Frage natürlich, muss es dauerhaft verfügbar sein? Das ist im Schriftlichen nicht immer gegeben, vor allem wenn es auch keine Protokollmöglichkeit gibt. Auf der anderen Seite ist auch die Entscheidung zu treffen, soll es denn eine Nachfragemöglichkeit geben vom Feedbacknehmenden? Dann ist mündlich natürlich die bessere Möglichkeit im Vergleich zu schriftlich. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt dieses Schritts, der Nutzung für den weiteren Lernweg. Und damit stellt sich die Frage, wie viel Informationen soll denn in dieser Feedback-Nachricht drin sein? Also welche Informationen brauchen denn die Lernenden in dem Fall, um dieses Feedback effektiv nutzen zu können, sprich zum Beispiel nochmal einen zweiten Durchgang machen zu können oder in anderen Situationen, in denen ebenfalls Referate gehalten werden, dann diese Informationen sinnvoll nutzen zu können. Dabei ist wichtig, Überlastung zu vermeiden. Das heißt, zu viel Information ist nicht in jedem Fall lernförderlich, weil das kognitive System das nicht jedes Mal verarbeiten kann. Und natürlich deswegen auch zu Beginn sollte definiert werden, was eigentlich die Zielstellung dieses Feedbacks ist. Und wenn es nicht zur Zielstellung passt, sollten Informationen nicht im Feedback enthalten sein. Dann stellt sich die Frage, gibt es Möglichkeiten für die Studierenden, das Feedback sofort anzuwenden oder in ähnlichen Situationen anzuwenden? Also hier wäre eine Möglichkeit, einen zweiten Versuch einzuführen, wo zum Beispiel das Referat nochmal in ähnlicher Form gehalten werden kann oder zum Beispiel zu einem anderen Thema gehalten werden kann, wo aber dann die Informationen genutzt werden könnten. Und was ich mir bei solchen zweiten Versuchen immer sehr gut überlegen sollte, haben denn die Studierenden auch die Möglichkeiten, ihr Verhalten jetzt anzupassen und in Richtung eines besseren Vortrags in Anführungszeichen oder in einer besseren Performance auch andere Strategien zu wählen? Haben sie dafür genug Kompetenzen oder sind, wie hier vorgeschlagen, weitere Inputs oder Übungen oder das Aneignen von Strategien notwendig?
Deswegen kurz zusammengefasst, welche Tipps gäbe es jetzt in diesem konkreten Fallreferat im Fach Psychologie? Die Bewertungskriterien sollten klar sein, es sollte immer wieder Bezug darauf genommen werden. Auch wenn eben Kompetenzen angesprochen werden, die nicht direkt mit dem Fachinhalt zu tun haben, dann sollte das von Anfang an transparent und klar sein. Und daraufhin kann man dann dieses Feedback geben, eben in diesem Schritt Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Die Hinweise zur Verbesserung sollten eben auch auf verschiedenen Ebenen liegen, zum Beispiel die Strategien oder die Selbstregulation oder den Prozess nochmal in den Blick nehmen. Es sollte, da es sich um ein gezeigtes Verhalten handelt, auch zeitnah und konkret sein, da natürlich die Erinnerung an die Wahrnehmung des Verhaltens zunehmend verblassen. Peer-Feedback ist durchaus eine sinnvolle Sache, weil verschiedene Perspektiven dann reinkommen und am Ende die Möglichkeit auch gegeben sein sollte, Nachfragen zuzulassen. Wobei man hier aufpassen muss, dass man das Ganze nicht in so einen Rechtfertigungsmodus dann transferiert. Wir haben noch zwei weitere Beispiele, auf die würde ich aber aufgrund der Zeit verzichten. Die können Sie sich gerne nochmal detailliert angucken und würde dann jetzt zum Fazit kommen unseres Vortrages. Also was hinlänglich bekannt ist, was wir aber nochmal betonen wollen mit all unseren Erläuterungen, ist, dass Feedback ein sehr wichtiger Bestandteil des Lernprozesses ist. Dass aber die lernförderliche Gestaltung von Feedback von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, die wir versucht haben, jetzt auch ein bisschen zu systematisieren. Und dass man bei Entscheidungen, die man trifft, was die Feedbackgestaltung angeht, auch oder vor allem auf die Erkenntnisse aus der Psychologie und der Lernforschung zurückgreifen kann und sollte, weil dadurch einfach die Gelingenswahrscheinlichkeit eines lernförderlichen Feedbacks erhöht wird. Wenn man all die Faktoren, die wir jetzt schon mehrfach benannt haben, zu Beginn der Planung dieser Feedback-Strategie mitbedenkt und gegebenenfalls dann auch Bedingungen anpasst oder sich an diese Bedingungen anpasst, kann dann am Ende auch eine optimale Feedback-Nutzung für weitere Lernprozesse gefördert werden, was ja das Ziel der ganzen Sache ist. Und diese Fragen, die wir jetzt und die Reflexionsanregungen, die wir jetzt versucht haben, mit diesen Leitfaden zu bringen, die sollen es eben ermöglichen, dass diese vielen relevanten Aspekte der Feedbackgestaltung berücksichtigt werden können, überhaupt erstmal dafür zu sensibilisieren, dass es diese vielen Aspekte gibt und dass man Entscheidungen treffen kann, die dann im besten Fall zu einem besseren Feedback und zu einem besseren Lernprozess führen. Und damit wollen wir uns bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wollen nochmal darauf hinweisen, das, was meine Kollegin schon gesagt hat, dieser Leitfaden ist ein Work in Progress. Sie sind alle eingeladen, gern kritische Anmerkungen und Hinweise zu hinterlassen, eigene Beiträge, eigene Erfahrungen zu hinterlassen. Und Sie können gern auf dieses Board zugreifen. Hier oben ist der QR-Code. Ich versuche ihn mal so groß zu machen, dass er gut abzuscannen ist. Genau, und da bedanken wir uns gern bei Ihnen.